Das Game ist doch jetzt schon für den Sack. Du, Digga, ich sag dir ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel hier jetzt sein wird. Wirklich. Bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel sein ich hoffe, wirklich. Also ich hoffe nur positiv, Digga. Und dass ich jetzt schon online bin, Digga, ich habe in der Spielhalle so eine Glücksträhne gerade gehabt, Digga. So eine Scheiße, da musste ich auf Krampf schnell los, Digga. Ich hol mir mal ganz schnell ein Getränk. Oh, wenigstens ein scheiß Getränk. Ja, wir machen einfach erstmal eine Runde. Wir können auch solo. Okay, alles klar. Und wo starte ich jetzt? Mensch, wo starte ich denn jetzt? Ah ja, habe ich nicht gesehen, den Knopf. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Stößchen. Bin gespannt, Digga, ich freue mich mega. No joke, ich bin echt hype. Ich bin echt gespannt. Hat da jetzt wirklich gerade jemand sein Headset im Hintergrund an? Müssen wir mal auf ganz schnelle Welle. Party, create a party. Och man, Schnauze! So, jetzt aber. Ey, Bruder. Ah ja. Aha. Erste Runde, Freunde. Wir machen Musik aus hier. So, besser ist. So, erste Runde und wir tauchen schon mal ein bisschen. Bin gespannt, Digga. Oha. Ah ja. Bin echt gespannt, Digga. Bin echt gespannt, Bruder. Real Talk. Aha. Ey, warum kann ich das nicht aufnehmen? Aha. Ah ja. Oh ja, jetzt bin ich gespannt, Digga. Hype. Hype, hype, hype. Wir erleben hier gerade Geschichte. Das muss man sagen, Digga. Das ist das erste Battle Royale in Call of Duty. Ich bin echt gespannt. Hey. Wo springen wir denn raus, Digga? Also auf Oldschool-Basis so Black Ops 1 Array finde ich ganz nice. Ich glaube, wir springen... jetzt raus, Alter! Ey, Bruder, wie fliege ich? Aha! Und rein in das Schmutzige. Ihr kennt ihn ja. Ich habe ja auch Fallschirmspringen technisch im Real Life. Oh, Digga. Wie schnell ist man denn bitte schon unten? Ey, Bruder. Oh, mein Gott. Wie schnell war man denn bitte schon unten? Das war... Ist ja... Ey, ja. Aha. Aha. Ey, wo ist denn die Waffe hier? Bruder, ich nix Waffe. Oder habe ich... Nee. Ich hau dem einfach einen über den Dötz. Oh, Digga. Aha, ja. Aha. Oh, Digga, was ist das? Da ist einer. Oh, was... Digga, was ist das denn für eine Waffe? Bruder! Wie wechsle ich auf meine Dings? Ey, wo wechsle ich auf meine Dings, Bruder? Hallo, wo wechsle ich auf die Fäuste? Oh mein Gott, wie wechsle ich denn auf die Fäuste, Digga? Wie wechsle ich denn auf die Fäuste? Ich weiß es nicht. Ich muss ihn abknallen. Du kleiner... Ey! Jetzt wechseln wir... Dann würde ich sagen, wechseln wir auch mal ganz spontan wieder auf Fortnite-Kappa. Ey, ganz ehrlich, ne? Sag mir mal bitte jemanden, der so einen Start in Blackout erlebt. Das kann nur Monte passieren. Das kann nur Monte passieren, Digga. Gottverdammte Scheiße, Digga. Gottverdammte Scheiße, Digga. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, ich hab auf Dreieck wollte ich auf die Waffe wechseln, Digga. Das ging aber nicht. Nanu. Och nee, ne? Oh, Bruder. Wie kann ich denn jetzt hier rausgehen? Ah, da. Ich muss kurz rausquitten, Kollege ist da. Ohne Momento, geht sofort weiter. So, weiter geht's, Freunde. Wir mussten kurz was erledigen. Jetzt gehen wir in die nächste Runde rein. Also die Waffe, die ich gerade als erstes bekommen habe, war ja auch echt eine Scheißwaffe, Digga. Muss man mal sagen, so eine komische Einschusswaffe. War das der Jude? Nee, Digga, den kennt ihr nicht, der gerade da war. Ah ja, so eine hätten wir gerade gebraucht, Digga. Ja, so eine hätten wir gebraucht. Verpiss dich, Junge. Wie kann ich denn jetzt, ganz kurz, wie... okay, ja. Okay, ja, ist ja klar. Einfach schlagen, Digga. Ist ja klar. Ich habe die ganze Zeit versucht, auf Krampf mit Dreieck auf die Spitzhacke zu wechseln. Bruder, muss los, Alter. Menschenskinder, das kann man hier mit den Reifen auch hochspringen? Okay, okay. Jetzt habe ich im Urin, Digga. Jetzt wird's besser, Digga. Bau doch einfach, ja, können wir mal schauen, Digga. Win mit Ansage. Digga, ich gehe da ganz nüchtern neutral ran, Digga. Also, wie gesagt, ich kann verstehen, einige sagen dann immer so zu mir, ey, Monte und so, du hypst ja immer die Spiele, dies, das, spielst sie dann ein paar Mal und dann bist du abgefuckt. Ja gut, aber, ja, also es ist oft so, aber ich bin ja, Digga, wenn mich ein Spiel nicht anturnt, dann zocke ich es nicht. Ist ja klar, Digga. Und in der Vergangenheit waren viele Spiele, die habe ich gezockt, Digga, die haben mich direkt am Anfang gar nicht gecatcht. Aber Blackout ist schon so, ja, da ist man schon hype drauf, auf jeden Fall, Digga. Da ist man schon, Digga, also der Fallschirmsprung, Digga, ist gewöhnungsbedürftig. Finde ich jetzt irgendwie so vom Ding her, ja, moin, hier ist keine Tür, muss los. Okay, dann, das war auch schon wieder eine Ripperino-Runde. Da vorne ist einer. Digga, wie viele sind hier gelandet? Ich brauche eine fucking Waffe. Kletter hier hoch, du Arschloch. Kletter hoch. Okay, also merken wir uns. Wir wissen überhaupt nicht, wo man hier Waffen finden kann. Weil zweite Runde erst. Das sieht doch schon mal... Nimm doch! So, okay. Oh, was ist das denn, Digga? Was ist... Also das Aufheben finde ich jetzt gerade etwas kompliziert. Habe ich hier... Aha. So, besser ist das, Digga. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ich will jetzt mal ganz kurz... Wie komme ich denn jetzt hier... Okay, egal, Digga. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob es Helm gibt, ich weiß nicht, ob es Weste gibt oder sowas. Oh, Digga, was ist das denn für eine komische Waffe, Digga?
Ganz komisch. Hinter mir war, glaube ich, noch einer, oder? Warum stirbt der nicht? Ich jag dich in die Luft, du Arschloch. Was hältst du denn davon? Na, oder auch nicht. Aber fühlt sich gut an, Digga. Man muss erstmal reinkommen und ein Gefühl für die ganzen Waffen bekommen. Warum ich da jetzt gerade kein Damage mit dem Rocket Launcher gemacht habe, Digga, ist ja, ja, wissen wir alle nicht. Aber es macht einen stabilen Eindruck, Digga. Macht schon stabilen Eindruck. Vom COD-Wert Fortnite ablösen. Also, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das glaube ich überhaupt nicht. Was hältst du von Spider-Man? Hat mich nicht so geflasht, Digga. Weiß ich nicht. Man muss sich ja auch erstmal hier mit den ganzen Sachen einfuchsen, mit dem Menü und so. Aber man muss ja auch mal ein Lob aussprechen, Digga. Stabiler Server, dies, das, ne? Oh, Ehre. Oh, so einen hätte ich... Oh, ja, Mann. So einen hätte ich gerne gehabt, Digga. N7 Reaper, ich danke dir für den Support, Bruder. So, oh, Digga, die Flugzone. Ich glaube, wir gehen nochmal Array. Vielleicht ist Array Shift... Tino, ich... moin. Achso, er ist schon wieder rausgegangen. Ja, ich glaube, wir werden jetzt... Wir sind jetzt... Ja, wir landen wieder Array, Digga. Einfach so, weil wir da jetzt schon zwei, dreimal gelandet sind und man so ungefähr weiß, wie das da aussieht. Die Nuketown, Digga. Naja, ich will jetzt erstmal ein Feeling bekommen einfach. Fürs Menü und so. Wisst ihr, wie ich meine? Der Flug fühlt sich irgendwie so... Digga, was war das denn? So unkontrolliert an. Aha. Was ist das hier für ein Eumel? Ist das ein Rucksack, damit ich mehr Pistole... Wieso nimmt der jetzt die Pistole auf, Digga? Hä? Jetzt haben wir doch hier... Medics. Ich muss mal ganz kurz... Gut, okay, das ist eine vollautomatische Waffe schon mal. Das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Über mir ist einer. Okay, Zone ist gut. Ist einer. Also ich muss sagen, kommt Feeling auf direkt bei mir. Also so, jetzt muss ich wirklich am liebsten den hier kurz looten. Oh, Digga. Oh, oh. Ist da einer mit dem Auto oder was? Was habe ich jetzt hier für ein Aal genommen? Digga, ich höre hier ein Auto. Ich habe keine Muni mehr dafür. Okay, egal, wir fuchsen uns rein. Easiness. Pistole ist broke. Ich bin's, Tim. Aber, kommt Feeling. Also, kommt bei mir, ach, das ist... Ja, das ist ja doch, was zocke ich jetzt? Solo? Ja, Solo zocke ich. Ich bin gespannt, Digga. Ich bin echt gespannt. Digga, ich will nicht in dem Stream meine Bitrate sehen. Ey, bei mir hat sich Twitch schon wieder komplett verschoben. Das ist doch zum Kotzen, Digga, Mann. Also, ich find's auf jeden Fall interessant. Ja, grafiktechnisch, gut, ist eine Beta, ist klar. Aber optisch könnte da noch was passieren, auf jeden Fall. Er wollte Holz holen. Ach, Bruder, muss los. So, jetzt wollen wir mal schauen, Digga. Ja, Nuketown wird auf jeden Fall extrem action sein. Man kann man auch jetzt direkt aus dem Flugzeug schon rausspringen, oder? Ja, man könnte jetzt auch theoretisch gesehen schon direkt rausspringen. Nuketown gehen einige. Ich werde nochmal in Array runterspringen. Einfach, weil wir die Ecke jetzt so ein bisschen kennen. Und ich ein bisschen Hoffnung habe, dass das zweite Schiff, die ist kaputt. Macht aber einen stabilen Eindruck. Die Runden fangen schnell an. Auf jeden. Und man muss auch mal Hashtag Lob aussprechen, Digga. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass um 19 Uhr, Digga, ja, Server erstmal nicht verfügbar gefühlt. So wie in den letzten, ich weiß nicht, was das war. Digga, wie viel ist denn da... Wie viel ist denn da drin gewesen? Oh, aber eine Waffe, Digga. Was ist denn das für ein Geräusch da gewesen? Irgendjemand hat da was gelegt, was mir nicht gefällt. Oh, eine Scar, Digga. Ehre. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Menü funktioniert, etc., ne? Da müsste man sich mal... Wahrscheinlich ist das eine Scar, oder? Digga, die sah 1:1 aus wie eine Scar. Das gibt's doch nicht. Digga, was ist das denn? Wehe, das ist jetzt wieder so ein Einschussdödel. Ich würde jetzt gerne wissen, wie ich mich heilen kann. Ah, danke. Livestream-Chat. Hier ist noch einer. Ja, wo ist hier einer? Digga, ich wollte gerade bauen. Geht ja gar nicht. Muss los. Ich habe nichts mehr zum Hirn. Bruder, muss los. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Ist das eine Sniper oder was ist das? Keine Ahnung, was ich hier eingesetzt habe jetzt. Ja, hier, da ist einer. Hey, hab doch gerade Steps gehört. Hallo? Warum geht die Tür nicht auf? Hier ist einer drinne, Digga. Oder wo ist der? Ich höre Steps. Hinter der Mauer ist der, glaube ich. Digga, hier ist doch einer drinne. Lel. Hä? Also entweder... Ich höre doch hier einen. War das da hinten die Steps, die ich gerade gehört habe? LOL! Wenn das der Fall ist... Muss mal rüber, dein Hack. Hallo? Warum kann ich jetzt nichts aufheben? Hat er nichts gehabt, oder was? Hallo! Warum kann ich das jetzt nicht aufheben? Oh, das ist ein geiles Osterfeeling, Digga. Ich kann nichts aufheben... Ja, moin. Mein Fehler. Muss los. Heiltaste und... Aha. Oha. Ich höre hier noch einen. Was sagt denn die Zone überhaupt? Oh, oh. Was los? Bin mir safe-call sicher, dass hier noch einer ist. Oh, oh. Ey, Mann, wie komme ich denn da hoch? Macht Laune. Also, der erste Eindruck ist, macht Laune, Digga. So objektiv gesehen. Der erste Eindruck einfach nur. Lauf, du Arschloch. Mal gucken mir oben rechts zwei Leute zu, oder? Ah, ich höre hier einen. Ein Trampo, ja. Würde ich gerne, Digga. Jungs. Ich schwöre. Aha. Jetzt hier, kennt ihr den? Kennt ihr den? Jetzt würde ich gerne bauen. Ey, du Arsch! Oh, oh.
Die Zone kommt, du. Digga. Oh mein Gott. Die macht ja richtig Aua. Hey. Nein, ich will nicht in der Zone sterben. Wo ist denn überhaupt mein Leben, Digga? Ah, da oben, ja. Ich sehe es jetzt auch. Ja, das kann halt mal passieren. Sagen wir es mal so, Digga. Ich glaube nämlich, der Shot, den ich gerade abgegeben habe, wäre easy Headshot gewesen, Digga. Easiness Headshot. Das wäre Safeness. Ein Killer-Rino gewesen. Aber man muss wirklich sagen, das hat einfach so mir in letzter Zeit bei einigen Games gefehlt, die ich gezockt habe. Man hat dieses Gefühl, okay, let's go.